Hallo ihr Lieben, und hier bin ich wieder, eure Mina, und heute gibt es einen Vlog von mir. Also mache ich zum ersten Mal und ich hoffe, es gefällt euch. Es geht um ja, Griechenland bzw. Kreta. Ich war ja auf Kreta im Urlaub, wie ihr über Instagram schon sehen konntet, ein bisschen. Ein paar Fotos und Stories und so. Und ich muss sagen, ich bin geflasht von Kreta. Die Insel ist mega schön. Wir hatten super Wetter, Sonne, Strand. Die Strände dort, also wirklich phänomenal. Sandstrände. Man kann sich sozusagen aussuchen, wo, auf welchen Strand man gehen will. Natürlich gibt es in jedem sozusagen Reiseführer, natürlich, welche Strände man besuchen kann, wenn man sich natürlich ein Auto mietet. Sonst hat man halt den Strand vor dem Hotel oder den Pool, was man halt lieber mag. Aber ich bin nicht nur am Faulenzen gewesen, ich habe die Insel erkundet, soweit es in einer Woche möglich war. Und da haben wir viele, viele einheimische Leute geholfen, weil ich wollte nicht nur die typischen Kreta-Sachen mir ansehen, wie zum Beispiel, dass ich in diesem Museum hier war, in der Hauptstadt in Heraklion, sondern wollte auch einfach Sachen sehen, wo keine Touristen hingehen. Einfach typisch Kreta. Ja, ganz genau. Und das habe ich dann auch gemacht, und das waren dann die richtigen Highlights. Ganz klar. Für mich. Die Leute sind aber auch mega, mega freundlich. Und jeder kann Englisch. Also jeder kann Englisch. Und ich würde sagen, 30-40% können auch Deutsch. Auf jeden Fall. Ja, ich fange jetzt einmal mit Style an, weil ich habe da was in Kreta natürlich eingekauft, nicht etwas, ein bisschen mehr. Aber ich zeige euch die schönsten Stücke, die ich eingekauft habe. Also zum ersten Mal Schmuck. Es gibt in Kreta sehr, sehr, sehr viel Schmuck zu kaufen. Und nicht nur das, was ich euch hier zeige, sondern wirklich von A bis Z, was euch in den Sinn kommt. Ihr werdet es finden. Ob Gold, Silber, Seegold. Ihr werdet auf jeden Fall fündig. Ich habe mich für diese Kette hier mit diesem Anhänger hier entschieden. Also das ist ein blauer Opal und das andere ist Silber. Und dazu natürlich die passenden Ohrringe. Ja. Und wieso ich mich für dieses Motiv entschieden habe, ist, weil dieses Motiv bedeutet eben das ewige Leben. Und deswegen habe ich mich für dieses Motiv entschieden. Natürlich gibt es in Kreta, also das ist etwas typisch Griechisches bzw. typisch Kreta, dieses Motiv. Und es gibt viele andere Motive, die auch typisch griechisch sind, die man dort kaufen kann, wie dieser blaue Opal. Aber natürlich auch eine Spannbreite, wo man wirklich alles kauft. Deswegen, ich ziehe mir das jetzt kurz an. Ich wollte es euch nur in der Nahaufnahme mal zeigen, und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, wie ihr seht, bin ich jetzt wieder da und ich komme ein bisschen näher. Und ich habe mich halt für den blauen Opal entschieden, obwohl es auch weißen Opal gegeben hätte. Aber ich liebe von Schmuck her blau. Und jetzt habe ich da noch was eingekauft,
Auf Kreta gibt es sehr viel Leder. Ja, aber ich wollte typisch Kreta-Leder. Also kein typisch griechisches Leder, weil da gibt es auch welches. Da gibt es italienisches Leder, türkisches Leder. Aber ich wollte eins von Kreta. Und ich wusste schon, was ich haben möchte. Ich wollte ein Portemonnaie haben. Ich wollte einfach, ich habe so viele Portemonnaies schon gehabt, auch Markenportemonnaies. Und die gingen alle irgendwann mal kaputt. Und dann habe ich mir gesagt, ein Lederportemonnaie muss her. Und da ich schon auf Kreta bin, möchte ich eins dort kaufen aus Leder. Und es ist auch handgemacht, also handgenäht. Geschnitten, genäht. Und ich war eben in dieser Manufaktur, wo eine alte Frau da dieses Portemonnaie genäht hat. Man sieht es an manchen Stellen natürlich auch, dass es wirklich nicht von einer Fabrik Massenware ist, hergestellt worden ist, sondern man sieht bei diesem Portemonnaie, ich zeige es euch mal so. Ja, es ist sehr, sehr weiches Leder und man sieht an manchen Stellen, wie es halt genäht worden ist, dass es wirklich handgenäht worden ist. Ja. Aber das stört mich jetzt überhaupt nicht, dass hier irgendwie ein bisschen zu viel oder zu wenig genäht worden ist. Aber ich weiß, dieses Portemonnaie werde ich sozusagen mein restliches Leben haben. Es wird mich nicht enttäuschen. Und ja, ich wollte unbedingt eben ein großes Portemonnaie, weil ja, es ist halt so, hier kann man Karten reintun, natürlich Fächer hier für Geld, auch ein großes für Münzen. Hier gibt es natürlich auch einen Reißverschluss. Ja. Dann gibt es hier noch eins zum Aufmachen, wo nochmal Karten reinkommen. Und ich habe ja so mega viele Karten von keine Ahnung was für Geschäften und Punkte sammeln und hin und her, obwohl es fast für jede Karte schon eine App gibt, gibt es für manche Karten eben noch keine App. Und ich und Karten und ja. Deswegen dieses Portemonnaie und ich liebe es. Es ist so weich und wenn es mal dreckiger sein sollte, hat man mir gesagt in der Manufaktur, dass man es einfach mit Vaseline wieder schön putzen kann. Also ganz einfach und hundertprozentig Natur pur. Ja, Leute, was ich vergessen habe zu sagen, in dieser Manufaktur wird wirklich nichts weggeschmissen von dem Leder, was übrig bleibt. Die machen zum Beispiel sowas, also einen Schlüsselanhänger, ja, hier aus den Resten vom Leder. Ja, das hat mich eben auch sehr begeistert, weil da einfach nichts verschwendet wird. Ja, das war's schon mit Style. Es gibt noch 100 mega Sachen, 1000 Produkte, die ich euch noch vorstellen könnte. Aber ich soll es kurz und knapp halten und jetzt geht es weiter zu Beauty. Ja, da möchte ich euch kurz mal erzählen, was mir passiert ist in Heraklion. Das ist eben, wie gesagt, die Hauptstadt von Kreta. Und da habe ich ein Sephora-Store gefunden. Ich habe meinen Augen fast nicht getraut. Es ist ein kleiner Store, aber gibt alles, was man braucht. Tipptopp. Ich wollte das nur kurz erwähnen. Ja, obwohl ich im Urlaub ja kein Make-up trage, trotzdem eine super Sache. Ja. Top Kreta. Ja, und wenn wir schon von Beauty reden, habe ich hier auch noch was hier drin in dieser Tüte, aber schaut euch mal die Tüte an. Wunderschön gemacht. Und hier drin ist ein
ein Schwamm aus dem Mittelmeer. Das ist, also die werden von Hand geerntet, die Schwämme aus dem Mittelmeer. Das ist ein hundertprozentiges Naturprodukt. Und ja, es hat eine Konsistenz, ja, es ist ein bisschen härter. Aber wenn er mit Wasser in Berührung kommt, dann wird er dann ganz, 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 ganz weich und ist eben fürs Gesicht gedacht. Also er ist antiallergen, also ein hundertprozentiges Naturprodukt, was sich selber reinigt mit Wasser. Also auch im Meer reinigt sich der Schwamm selber. Da kommt einfach das Wasser rein und auf der anderen Seite kommt wieder frisches Wasser raus. Und der Schwamm hat sich auch selber gereinigt. Er reinigt das Wasser und sich selbst. Und das ist ein nachhaltiges Produkt und lange, lange, lange haltbar. Also nicht wie so ein Plastikschwamm oder sonstige industrielle Schwämme. Ja, das ist einfach hundertprozentig biologisch abbaubar und pflegeleicht und umweltfreundlich. Es ist natürlich auch dermatologisch getestet und wie schon gesagt, antiallergen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Baby einen Ausschlag hat von irgendwelcher Creme oder ja, wo Parfüme drinnen sind oder so, dann kann man diesen Schwamm hier benutzen, dann geht das weg. Und deswegen ist es auch gut für unser Gesicht, für die Haut. Es ist einfach schön zu wissen, wenn man mal Kinder hatte, dass es natürlich auch so eine Variante von einem Schwamm gibt, wo man das Baby damit reinigen kann. Und das war es jetzt schon auch schon vom Beauty, weil der Rest des Videos wird jetzt einfach gesundes Essen sein. Ja, und dann kommen wir schon zu Ernährung bzw. Essen auf Kreta. Zuerst mal was typisch Griechisches. Ich zeige euch da mal kurz was ich da gekauft habe. Und zwar das hier. Das heißt Lokomi, wenn ich das richtig ausspreche. Und ich sage typisch griechisch, weil es einen Geschmack von Ouzo hat. Geht auch hier drauf. Das hat eine Konsistenz wie ein Gelee und wird zu Kaffee und Tee gereicht. Natürlich ist das hier ohne Alkohol. Es hat nur einen Geschmack von Ouzo. Und dann kommen wir schon zu gesunden Produkten. Ja, ich habe da eine Firma mit einem Shop auf Kreta gefunden, die aus einer Johannisbaumfrucht Produkte machen. Die Produkte werde ich euch gleich vorstellen. Die Produkte sind glutenfrei, zuckerfrei und koffeinfrei. Ich werde euch kurz das Prospekt mal zeigen. So sieht auch das Logo aus von der Fabrik. Und wenn ihr das seht, so sieht die Frucht aus. Und wie ihr hier seht, glutenfrei. Und von dieser Firma habe ich natürlich Produkte gekauft und unten in der Infobox wird jetzt verlinkt sein, die Webseite von dieser Fabrik bzw. von dem Shop. Und da könnt ihr natürlich alles nachschauen, was diese Leute produzieren. Ich kann euch nur sagen, das Prospekt sieht so aus. Ihr seht hier nicht alles, ist sogar auf Deutsch. Aber ja, das sind nie alle Produkte, was sie haben. Sie haben viel mehr Produkte. Ja, also wenn man eine Schokolade
die nicht viel Kalorien hat, die glutenfrei, zuckerfrei, koffeinfrei haben will, dann muss man zu Greta Karup auf jeden Fall hin. Ja. Und in diesem Geschäft konnte man wirklich jedes Produkt probieren, bevor man es gekauft hat. Das ist super und natürlich sehr schön gemacht. Dann zeige ich euch gleich die Produkte, die ich gekauft habe. Das erste Produkt wäre dieses hier. Das ist Mehl aus dem Johannisbaum. Und ja, man konnte auch in diesem Shop auch Kekse kaufen. Aber ich habe mir gedacht, ich kaufe Mehl und mache eventuell Kekse selbst draus oder was anderes. Ich habe natürlich mehr als nur 300 Gramm gekauft. Ich habe mir ein bisschen ein Vorrat gekauft, weil ja, glutenfrei, ja, zuckerfrei, einfach Natur pur Bio. Da musste ich zuschlagen. Ihr kennt mich ja von meinen Kochvideos und so. Ich liebe solche Sachen, die einfach auch zum Beispiel was Neues ist. Weil zum Beispiel das hier gibt es nur auf Kreta. Und diese Frucht, die wächst auch nur auf Kreta. Wenn man so etwas sieht, was die Leute da alles so produzieren und machen und was für ein Aufwand das alles ist, ja, dann zahlt man schon ein paar Euro mehr, aber es ist wirklich nicht teuer. Es ist wirklich nicht teuer. Die Sachen sind wirklich nicht teuer. Und aber ja, ich will jetzt hier nicht weiter labern. Das nächste Produkt ist Kaffee. Auch glutenfrei, auch koffeinfrei, zuckerfrei. Diesen Kaffee bereitet man am besten zu, wenn man noch eine Filterkaffeemaschine benutzt oder so eine noch zu Hause hat. Ansonsten werde ich das euch in einem kurzknappen Video zeigen, wie es sonst auch gemacht werden kann. Eine Nougat-Creme habe ich natürlich zuerst probiert, bevor ich sie gekauft habe. Ich konnte es nicht glauben, die schmeckt einfach so gut. So gut. Hier. Und wie gesagt, zuckerfrei, glutenfrei und koffeinfrei. Und natürlich wenig Kalorien. Ja, da musste ich zugreifen. Dann von Greta Karup habe ich noch Pasta gekauft. Zwei verschiedene, ja, eigentlich keine zwei verschiedene Sorten, sondern zwei verschiedene, ja, sie sehen verschieden aus. Wieder glutenfrei, zuckerfrei. Und die sehen eben so aus und die anderen haben einfach eine andere Form. Ich möchte sie jetzt nicht aufmachen. Ich werde sie erst aufmachen, wenn ich dann koche und euch ein Video mache. Dann werdet ihr dann die genaue Konsistenz sehen von denen. Und ich würde jedem empfehlen, der nach Kita geht, zu Greta Karup zu gehen und dort einzukaufen. Es schmeckt alles wundervoll und es ist alles eben Bio. Aus dieser Frucht, was die alles aus dieser Frucht machen, das ist einfach, ja, unbeschreiblich. Dann habe ich noch da Meersalz, Natursalz gekauft. Und in diesem Geschäft bei Greta Karup habe ich noch diesen Likör gekauft. Der wird natürlich nicht aus dieser Frucht gewonnen. Aber das gab es dort auch zu verkosten. Und der ist ganz süß. Eben eher so für Frauen. Und ich habe es gekauft, um es zu verschenken. Ehrlich gesagt. Ja, und dann habe ich noch zwei Produkte, die nicht von Greta Karup sind. Die Produkte habe ich bei einer Bäuerin gekauft. Ich zeige euch mal. Ja, so.
Ich hoffe, jeder weiß, was das ist. Das ist Olivenöl, aber einfach hundertprozentig Natur und Bio, weil die keine Massenware produzieren. Diese Bäuerin mit ihrem Bauer, beziehungsweise ihr Bauer, aber sie verkauft es dann, wenn er gerade am Arbeiten ist. Und dort habe ich auch Oliven gekauft, im Olivenöl getränkt. Ich habe das weit weg von der Stadt gekauft, also eben, wie ich gesagt habe, ich habe Leute kennengelernt, die Einheimischen, die haben mir dann gesagt, dort und dort kannst du was Gutes kaufen, das ist dann 100% Bio, das ist dann und so weiter. Und natürlich ich mit dem Mietwagen natürlich dorthin. Und da war ich da und die waren so nett, diese Frau war so nett, die hat uns in ihr Haus eingeladen, hat alles aufgetischt, was sie da hatte, von Brot, Olivenöl, Oliven. Natürlich haben die nicht nur Oliven und Olivenöl, sondern die hatte auch noch Orangen und andere Sachen. Und die hat einfach alles aufgetischt, was sie hatte. Einfach so gastfreundlich. Und ich muss sagen, die Leute sind einfach sehr, sehr, sehr freundlich. Aber nicht aufdringlich freundlich, damit sie dir was aufdrängen, damit du was kaufst. Die sind einfach so von Natur aus freundlich. Sie laden dich in dein Haus, in ihr Haus ein. Und du kannst alles probieren und nichts kaufen. Und sie sind trotzdem freundlich. Und dann wäre das auch schon vom gesund Essen, gesunde Produkte, die ich auf Kreta gekauft habe. Und wo es natürlich noch wahrscheinlich Kochvideos geben wird. Und eine Sache gibt es noch, was ich noch sagen möchte. Ja, Souvenirs. Also es gibt eine Million Souvenirs, die sehr alle verschieden sind und alle auf ihre eigene Art schön sind. Aber ich bin verrückt nach Schneekugeln. Ich habe mir eine Schneekugel gekauft. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich drehe sie mal so. Hier unten steht dann Kreta, das Meer und alles. Und dann schüttel ich den mal so. Ich hoffe, ihr könnt sehen, was da in der Schneekugel drin ist. Das sind ein Tisch und zwei Stühle. Einfach wie man auf Kreta lebt und das Leben genießt. Okay, Leute. Also das war's mit meinem Vlog, mit meinem ersten Vlog. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu fest vollgelabert. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dann ein Daumen nach oben bitte, dann weiß ich nämlich, dass es euch gefallen hat. Abonnieren auf gar keinen Fall vergessen, wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, weil dann werdet ihr nie wieder ein Video von mir verpassen. Also dann bitte auf den Abonnieren-Button klicken und ich würde es jedem empfehlen, dort einen Urlaub zu machen. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.